Ja, also das Arabisch, wenn ich mich konzentriere, dann höre ich sehr viele Wörter raus wie im Persischen, weißt du? Wie kam das, wie kam, darf ich das mal fragen, wie kam das denn damals, dass du gesagt hast, ich bin jetzt kein Muslim mehr, Jesus Christus ist der Wahrhaftige und ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf. Nachdem ich die Debatte zwischen Wie Josh kam das? McDowell und Ahmad Vedat geguckt habe, Was Jesus Christ Crucified? Das gibt es nur im Englischen. Ich wünschte irgendwie, jemand könnte diese komplette Debatte ins Deutsche übersetzen, ne? Mit so ja, simultan, ne? Weil ich frage mich immer, guck mal, ich habe auch hier auf TikTok ganz viele Muslime, die erzählen mir auch coole Sachen so. Warum gehst du nicht darauf ab, dass du uns mal von Jesus erzählst? Das mache ich ja die ganze Zeit. Du siehst ja, dass ich aufkläre und Und immer wieder den Herrn Jesus Christus verherrliche, immer wieder euch aufrufe, eine weiß ich, Entscheidung für ihn weiß. zu treffen. Siehst du? Ja, weiß ich, weiß ich. Ich nehme dir das auch alles ab. Wie gesagt, ich folge dir schon seit 5 Jahren und ich habe mich gewundert, warum hast du keinen YouTube-Kanal? Was ist da los? Bist jetzt Ich habe auf doch einen TikTok YouTube-Kanal. gelandet, ne? Ich habe doch einen YouTube-Kanal. Wie? Machst du da noch Videos? Ja, natürlich, klar. Okay. Ich habe das erste Okay. Mal gesehen, habe das mit meiner Tante geguckt und meine Tante ist ja auch richtige Christin, ne? Und ich habe sie so gefragt, ich frage immer so, was hältst du von dem? Weil ich folge denen und ich gucke mir das den ganzen Tag an und so. Sie meinte dann immer, der lacht zu viel, der ist zu arrogant manchmal. Aber Also wenn er man hat. lacht und ein bisschen selbstbewusster auftritt, ist man Nein, nein, arrogant, ne? ja, weil das dann hochnäsig rüberkommt und das sollen wir nicht. Aha, okay. Oder? Ja, also wenn deine Oma da oder wer das da ist, ihr Dumbo. Meine Tante. Tante, meine ich Meine doch. Tante, die ist seit 30 Jahren Christin. Ja, gut, da muss deine Tante mal fragen, weißt du irgendwas von einer Wiedergeburt? Mal gucken, wie sie darauf reagiert und was sie darauf antwortet, würde mich mal interessieren. Natürlich, das kennt sie. Die Das hat kennt sich sie? meiner Mutter mit 50 Jahren taufen lassen. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe nicht gesagt, ob sie sich taufen hat lassen. Ich habe gefragt, ob sie von Neuem geboren ist. Ja, natürlich, natürlich. Das 100 weißt du doch Prozent. gar nicht. Doch, das weiß ich, das sehe ich ja an. Ich merke richtigen Christen an, dass sie Christen sind. Ich merke denen das Woran an. siehst du denn das denn an? An der Liebe, an der Ausstrahlung, an allem, wie die reden, wie die drauf sind. Ich weiß nicht. Ich kann dir jetzt einen Zeugen Jehovas dahinstellen und der sollte dir nicht sagen, dass er Zeugen Jehovas ist. Du würdest den Unterschied kaum merken. Der lebt sogar Doch, noch frommer als doch, die doch. meisten Wiedergeborenen. Ja, aber damit stellst du jetzt gerade meine Tante in Frage. Das ist ja auch Nein, damit will scheißegal. ich dir sagen, dass du es sehr, sehr schwierig ist, einen Wiedergeborenen unter einem normalen Gläubigen auch zu erkennen. Der Wiedergeborene ist der Welt quasi abgestorben und lebt ein Leben nur noch mit dem Herrn Jesus Christus. Und du siehst, dass sein altes Leben vergangen ist und das neue mit Jesus Christus geboren wurde. Aber auch der Gläubige versucht so ein bisschen das Leben mit Jesus Christus zu bestreiten. Aber seine Taten und alles Mögliche zeigen eine andere Sprache, ne? Ja, Was ist das? guck mal, damit hast du, das bin ich. Ich zum Beispiel, ich weiß ganz genau, die Bibel hat zu 100% recht. Zu 100%. Das kann man nicht widerlegen, das geht nicht. Aber ich lebe nicht danach. Ich lebe nicht danach. Ja, Das dann ist auch ist ein das Grund. sehr, sehr schlecht. Ich schaffe das manchmal, manchmal bete ich 10 Tage durch. Also was heißt 10 Tage durch? Aber ich bete und kriege mein 10 Leben Tage geregelt durchbeten. und dann kommt auf einmal wieder der Teufel, weißt du, und nimmt mich Ja. ein. Weißt du, wie ich meine? Das ist hardcore, Digga. Aber im Großen und Ganzen, ich wollte dir einfach mal sagen, dass du eine gute Arbeit machst.
Sehr cool. Und du hast auch sehr viel recht. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, guck mal, ich habe mir diesen Samra, ne? Dieser Samra, nachdem er schlafen Samira. gelegt wurde, er wurde ja schlafen gelegt bei der Debatte. Ja. Komplett. Ich habe mir das alles reingezogen und danach jemand, der vom Glauben abkommt im Koran, gibt es einen Ausdruck. Ich weiß gar nicht, wie ist der Ausdruck? Ja, Mutter. genau. Dann sagen die denen, hey, pass auf, mach dir noch mal Gedanken drum. Und wenn er dann immer noch sagt, nein, ich habe keinen Bock drauf, verlass das Land. Oder muss Verlässt du hingerichtet das Land, werden, ne? dann wird er hingerichtet. Und das Ja, ist doch das hat kein er gesagt, ne? Frieden. Mohammed hat Das ist gesagt. doch kein Frieden. Ich hab noch nie gehört, dass ein Christ sagt, ich werde dich hinrichten, wenn du nicht an die Bibel glaubst. Ja, das ist ja das Problem, ne? Das ist ja das Riesenproblem, was die meisten Muslime ja auch nicht raffen wollen, ne? Dass es einige Gelehrte sogar gibt, die eindeutig sagen, dass wenn die Apostasie auf den, also die Todesstrafe auf Apostasie abgeschafft wäre, gäbe es den Islam heute nicht mehr, weil die meisten aus Angst nur im Islam bleiben. So ist das. Nur aus Angst hält der Islam ihre Gläubigen im Islam drin. Ja, das hat ey, Amir, Na klar, es wenn wird ein dein ganz, Leben in ganz. Gefahr, weil was meinst du, wenn dein Leben in Gefahr ist und du auf einmal vor diesem Kadi-Richter stehst und der dich fragt, ja, was sind denn deine Gründe, warum du den Islam verlassen willst? Auf einmal nennst du den voll die guten Gründe und beweist ihm einige Sachen aus den islamischen Schriften und der dann nur noch zu dir sagt, ja, ich kann jetzt nichts anderes darüber argumentieren. Ich gebe dir zwei Optionen. Entweder du kehrst wieder zurück zum Islam oder wir werden dich hinrichten. Was meinst du, was der denn sich, für was der sich entscheidet? Ja, ich entscheide mich dann dafür, dass ich trotzdem Jesus Wegs gehe. Das ist mir Ich scheißegal. meine für den Muslim. Ich meine jetzt hypothetisch gesehen, wenn du jetzt ein Ja. Muslim wärst, dann würdest du natürlich sagen, ja komm, Ja. bevor ich mein Leben verliere, dann werde ich wieder Muslim. So, weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist wie Politik. Das ist wie Politik. Die Politik wird ja auch so geführt. Entweder mit Angst oder mit Dummheit, weißt du? Die machen genau dasselbe so. Es ist So sieht genau man. dasselbe. Okay, mein Lieber, dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Möge der Jesus Christus dich segnen, behüten und beschützen. Ja, Mann, Und dich auch. wenn du kannst, dann lies die Evangelien wieder, ne? Nimm die Beziehung zum Herrn Jesus auf. Ja, Mann. Also ich wollte dir einfach nur mal sagen, ich darf nicht Fan sagen oder so, aber ich folge dir die ganze Zeit und ich höre dir immer Genau, zu. sei kein Fan von mir, folge mir einfach und das ist auch in Ordnung. Nein, bin ich auch nicht. Bin Okay. ich auch nicht. Aber ich folge dir. Alles Du klar, bist ein Gott guter segne Dude. dich. Du bist ein guter Guter Dude. Dude. Ciao, ciao. Erstmal. Habt ihr gesehen, Dr. Sheikh Abu Amir ist ein guter Dude. Guter Dude. Dankeschön für die ganzen Geschenke, ihr Lieben. Danke für die ganzen Likes. Ne? Danke vielmals. Ja, durch euch kommen wir immer in höhere Ränge. Ne? Das ist unglaublich Hammer. Wie stark diese Community ist, ne? Von Dr. Sheikh Abu Amir. Wir zerbomben ganz TikTok, ey. Zerbomben einfach ganz TikTok, ey. Wo ist Reza? Ja, frag mich auch, wo mein Abu Hetzer Bruder ist. Grüß Grüß dich, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich und deine Familie auch. Danke. Ich möchte dich mal ein paar Sachen fragen, also wirklich, also ich bin nicht auf Krawall hinaus, jeder hat seine freie Meinung, weißt du, ich bin Moslem, Alhamdulillah, du führst deinen Glauben, verstehst du, unterstütze ich, mach was du möchtest. Nur frage ich mich, warum fixierst du dich so sehr auf den Islam, anstatt auf deinen eigenen Glauben dich zu konzentrieren? Also warum jedes Mal Islam, Islam? Ich habe so viele Ich Christen. konzentriere mich auf meinen eigenen Glauben, indem mein Gott mich dazu aufruft, die Finsternis aufzudecken. Das ist ja jede Finsternis und diese Finsternis, die ja behauptet, dass sie das letzte Buch Gottes ist, da musst du ja davon ausgehen, dass es genügend Christen gibt, die dann auf die Suche gehen und nachforschen, ob das wirklich das letzte Wort Gottes sein sollte. Ne? So ist das. So meinst du, Wenn also jemand guck die mal. ganze Zeit behauptet, die Wahrheit zu sein, würdest du nicht hingehen und zu prüfen, ob das die Wahrheit ist, oder würdest du das einfach so akzeptieren und sagen, das ist die Wahrheit?
Also guck mal, ich sag mal so, der Koran ist ungeschrieben. Also er wurde einmal geschrieben und nicht verändert. Im Gegensatz zu der Bibel, Das ich stimmt habe doch gar nicht. auf jeden Fall. Nein, Auf das jeden stimmt nicht. Fall weiß Der Koran hat zwei große Versionen, einmal Hafs und einmal Wash. Welche von denen vertraust du denn? Ich vertraue mein Herzen. Ja, jetzt auf einmal vertraust du dein Herzen. Was ist das denn Vertraue bitte? mein Herzen. Ich habe beide gelesen. Verstehst du, je nachdem, Beide was. hast du gelesen. Ich hab den auf Albanisch gelesen. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch ist. Du hast den bestimmt Ich auf habe Deutsch nicht gelesen. gesagt von Übersetzungen. Ich habe gesagt, es gibt zwei Versionen. Eine für die nordafrikanische Welt und eine für die asiatische Welt. Hafs und Wash. Na, dann nicht. Wie unwissend viele sind, ne? Sie wissen gar nicht, dass es zwei große Versionen gibt, ne? Servus. Sie denken, dass ich über Übersetzungen spreche. Dabei gibt es Versionen, wirklich Versionen. Servus. Servus, Gott segne dich und deine Familie. Wegen deinem Thema gerade eben. Also, ich bin Schiite und unserer Meinung nach gibt es ja nur eine Leseart und das ist die von Ahlul Bayt. So, Aber ihr ich Schiiten wüsste. behauptet dort, dass der Koran verfälscht ist. Nee, da liegst du ganz falsch, mein Freund. Wieso? Sheikh Al-Mufid hat das auch gesagt. Das ist einer der höchsten Gelehrten bei euch. Wer hat das gesagt? Also, wer soll das gesagt haben? Sheikh Al-Mufid. Kannst du mir die Quelle dazu geben? Ja, sofort einmal. Weil du weißt, dass mit Koran nicht nur der Koran, so wie wir ihn jetzt haben, gemeint ist, sondern wir Schiiten sagen ja, dass damit die Erläuterung von Imam Ali gemeint sind. Ja, aber ihr Also, wisst, also es dass gibt man sehr, das sehr auch viele früher Koran Schiiten. genannt hat, dass man das früher auch, dass Ja. man das früher auch Koran genannt hat und dass das halt eben noch die Erläuterung von Imam Ali sind und der Koran, wie wir ihn aber haben, vollständig und unverändert ist. Also so ist die Sichtweise der Schiiten. Das heißt, das mit den Lesearten kannst du jetzt nicht auf alle Muslime beziehen. Und ich will sagen, ich bin kein Gelehrter oder sonst was. Wenn ich was Falsches sage, dann aber so ist es, wie ich es gelernt habe. Bin ich noch da? Hallo? Ja, ich höre dich. Warte, Ja, ich muss nur ganz kurz mal was alles gucken. gut. Aber Amir, mal eine andere Frage. Oder bist du gerade Ja. beschäftigt noch mit dem Suchen? Ich höre dir zu. Ja, Ich lese hier gerade nur einen Text, der auf Sheikh Al-Mufid zurückzuführen ist, ne? aber wie gesagt, Sheikh Al-Mufid ist, also das wäre mir neu. Und also es heißt ja nicht, dass das der schiitische Glaube ist, weil das jetzt Sheikh Al-Mufid sagt, auch wenn er eine hohe Stellung hat. Na gut, du hast ein Problem dann oder eine Diskrepanz mit deinem eigenen Scheich, der 80 Milliarden Mal höher ist als du. Ja, es kommt ja, warte. Warte mal, aber nein, warte, Mach komm, mal, du vergisst das bei nicht diese Schiiten. Nee, Spielchen wie warte, die aber hör mir mal Sunnis. zu. Du vergisst das bei Schiiten, die Hadith-Wissenschaft ein anderes als bei den Sunniten. Bei uns Ja, ist es. abgesehen mal davon, wir Ja. reden doch gerade über den Koran und der Sheikh Al-Mufid sagt, dass der Koran nicht in seiner Ja, dann zeig mir die Vollständigkeit ist und Quelle. der Ja, dann wahrhaftige zeig mir die Koran Quelle. bei. Aber dann zeig mir die Quelle, Bitte? weil ich sagte, ja, da kann das stehen, aber dass damals mit Koran eben noch die Ergänzungen von Imam Ali dazu gehört haben. Das Ja, ich lese dir mal ein. Ich lese mal. Das ist sehr viel. Ich lese mal hier einen Text vor, einen Moment, und dann zitiere ich dir auch die Quelle. Alles, was sich zwischen den beiden Deckblättern des Korans befindet, ist die Rede Allahs Ta'ala und seiner Offenbarung. Es enthält keine Aussprüche von Menschen. Authentische Hadithe sind von unseren Imamen alaihi salam weitergegeben worden, dass sie uns befohlen haben zu lesen, was zwischen den beiden Buchdeckeln steht, und dass wir nicht auf andere zurückgreifen, sei es zusätzlich oder Substraktion.
Sie, alaihi salam, hinderten uns daran, den Koran zu lesen, im Gegensatz zu dem, was zwischen den beiden Umschlägen steht. Das steht zum Beispiel in Masail As-Sarawiya von Ash-Sheikh Al-Mufid auf der Seite 78 bis 81. Und weiter heißt es, aber alles, was bei dem Punkt, ich verstehe, also ich habe gerade während dem Lesen nicht ganz mitbekommen. Also, ich lese gerade weiter. Ich lese, ja. Nee, das ist alles aus einem Text. Alles, was sich zwischen den beiden Deckblättern des Korans befindet, ist die Rede Allah Ta'ala und seiner Offenbarung. Es enthält keine Aussagen menschlicher Wesen. Und ja, es also ist das meiste, was offenbart wurde. Und der Rest dessen, was Allah Ta'ala als Koran offenbart hat, wird mit Al-Qa'im. Ja, dem Bewahrer der Scharia und Hüter der Entscheidungen verliehen. Nichts davon wurde ausgelassen, auch wenn derjenige, der das zusammengestellt hat, was heute zwischen den beiden Covern steht, Usman, dies nicht in die Zusammenstellung aufgenommen hat. Warte mal, kurzer Punkt da. Wir sagen ja, dass Imam, du weißt ja selber, dass Imam Ali nach Usman noch gelebt hat. Und Achtung, guck mal, was Sheikh Mufid noch sagt. Hier heißt es weiter im Text, bei Allah, Grund, Imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq sagte, bei Allah, wenn der Koran so gelesen worden wäre, wie er offenbart wurde, hättest du unsere Namen so gefunden, wie die vor uns benannt wurden. Wo steht das jetzt? Und wer sagt das? Das steht, habe ich doch gerade gesagt. Der Buchtitel heißt Masail as-Sarawiya von Sheikh Al-Mufid, Dar Al-Mufid in Libanon, Beirut 1993, Herausgeber Saib Abdel Al-Humeid auf den Seiten 78 bis 81. Also guck mal, das Ding ist, ich bin kein literarischer Experte jetzt, ich kenne die ganzen Werke nicht und so weiter, aber ich weiß, dass mein Sheikh diese ganzen Argumente und eben und so weiter. Und ich habe viele Argumente dagegen gehört. Ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Ich habe nicht alles gemerkt. Aber ich weiß, dass die Praxis, die gängige Praxis bei den Schiiten ist, nicht daran zu glauben, dass die höchsten Gelehrten heutzutage sich auch alle einig sind, dass der Koran nicht verfälscht ist. Aber du siehst zum Beispiel, dass der Al-Mufid sagt, dass wenn der Koran so wäre, wie wir in der Zeit von damals finden, würden wir Imam Jafars Namen da drin finden. Ja, aber wie gesagt, ich kenne mich gerade mit der Literatur nicht aus, wenn ich jetzt hier irgendjemand... Warte, natürlich, aber warte, guck mal. Weißt du, was das bedeutet, dass der Koran verfälscht ist? Ich weiß doch, was mir mein Sheikh sagt. Und ich weiß, dass das nicht seine Sichtweise ist. Das heißt, da wird es einen Twist geben. Ja, aber Moment mal, kennt dein Chef die Aussagen hier von Al-Mufid? Ja, natürlich. Also ich gehe mal davon aus, wenn das das Erste ist, was jetzt dein Gedanke war, dann... Warum hast du davon noch niemals gehört? Wie gesagt, ich habe... Hier, guck mal, der Erste gibt es zu. Unvollständig, nicht verfälscht. Siehst du? Unvollständig. Ja, aber unvollständig verfälscht, das ist ja theoretisch dasselbe. Aber wie gesagt, vielleicht... Siehst du? Ist ja aha, dann, also ist dasselbe. Nein, aber guck mal, ich kenne das Argument, dass mit Koran gemeint ist, noch die Ergänzungen von Imam Ali und nicht nur, dass der Koran vollständig ist und das dann Ergänzungen sind. Weil wenn das alles drin wäre, wäre das viel zu viel. Und da, das ist eine Wichtigkeit. Deswegen sagen die Schiiten, dass Usman die Namen von den Imamen da rausgeholt hat. Nein, warte mal, das sagen die Schiiten ja nicht. Weil, das sagt Sheikh Al-Mufid. Hör bitte zu. Ja, okay. Warte ganz kurz. Authentische Hadithe sind von unseren Imamen a.s. weitergegeben worden, dass sie uns befohlen haben zu lesen, was zwischen den beiden Buchdeckeln steht. Und dass wir nicht auf etwas anderes zurückgreifen, sei es Addition oder Subtraktion, bis der Qa'im auftaucht und er lesen würde den Menschen den Koran, wie Allah Ta'ala ihn offenbarte und wie er von Amir al-Mu'minin Ali zusammengestellt wurde. Und sie verboten uns, die in den Hadithen erwähnten Wörter zu lesen, die über das hinausgehen, was im Mushaf festgelegt ist. Weil es so ist, kam nicht durch Mutawatir-Erzählungen, sondern durch individuelle Erzählungen. Und eine Person kann bei der Übermittlung Fehler begehen. Und wann immer jemand liest, was im Widerspruch zu dem steht, was in den beiden Umschlägen steht, wird er sich anfällig für die Angriffe derer machen, die anderer Meinung sind als wir, zum Beispiel Sunniten.
und der Macht der mächtigen sunnitischen Herrscher und sich so bloßstellen zum Untergang. Daher haben sie, alaihi salam, uns daran gehindert, den Koran zu lesen, im Gegensatz zu dem, was zwischen den beiden Umschlägen steht. Das steht alles im Buch von Sheikh Al-Mufid. Ich bin schlecht im Zuhören beim Lesen, ich bekomme da nicht alles mit, aber auf jeden Fall, ich muss mich da noch mehr reinlesen. Vielleicht komme ich irgendwann anders nochmal bei dir rein, dann versuche ich dir das zu erklären. Okay, alles klar. Aber Gott segne dich. Frage, ja. noch kurz eine andere Frage, eine generelle. Und zwar, dein Ziel ist es ja, unter anderem auch Muslime zum Christentum zu bringen. Ja. Und sagen wir jetzt, du machst ja oft diese provokative Art mit aus den Hadithen, wie anscheinend der Prophet gewesen sein soll und wie er das und das gemacht hat. Und du weißt ja, was ich meine, oder? So dich darüber lustig machen und so. Wie meinst du das genau? Also sagen wir jetzt, da wo du das mit dem, wo du meinst, mit den Hadith, mit dem, dass er verzaubert war, angesprochen hattest. Ja. Da hast du ja, du weißt selber, mit deine, das ist ja deine Art, weißt du, was ich meine? Die ist ja auch, ich sag dir ehrlich, die ist lustig. Aber guck mal, angenommen jetzt diese Herangehensweise. Ich meine, so weißt du, was ich meine? Dein Lachen und so, das ist provokant, weißt du? Aber du weißt, was ich meine. Dein Lachen, guck so mal jetzt. Ja, du musst mit mir lachen. Du musst mit Dr. Ja, Schick aber mir sagen, lachen und sagen, der hat mir meinen Tag versüßt. Ja, ich sag doch, du bist ein lustiger Typ jetzt. Tag versüßt was anderes. Aber ich muss lachen jetzt, guck mal. Aber was ich meine, ist, dass du kannst doch einen Moslem nicht versuchen, vom Islam wegzubringen, indem du ihm sagst, oder indem du sagst, die Muslime müssen anscheinend das und das machen und das und das machen, weil Muslime glauben ja, dass das dann authentisch oder sagen wir jetzt, dass die Sachen, die im Koran stehen, von Allah sind. Und wir haben ja unsere Moral, sehen wir so, dass wir die von Allah haben. Und wenn du dich dann darüber lustig machst, dann kriegst du ja keine Muslime zu dir, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, guck mal, was für kranke Sachen im Koran stehen. Weil wenn man sagt, dass die Moral von Allah kommt als Muslim, dann ist es ja egal, was, ob du dich darüber lustig machst oder nicht, so kriegst du ja keinen Moslem zum Islam. Du musst es ja, wenn, dann widerlegen. Aber nicht die Sachen, die drinnen stehen, dich darüber lustig machen. Sondern du musst ja, wenn, dann versuchen zu widerlegen. Weil das, dich über die Sachen lustig zu machen, ist ja die völlig ja, falsche Herangehensweise. Du siehst ja, dass ich sowohl... ja, aber das machst du auf eine Art und Weise. Du siehst, dass ich das auf eine Art und Weise mache, wo es einigen Muslimen auch... so ihr geistliches, diese geistliche Wahrheit wiedergibt, verstehst du? Diese geistliche Barrieren bricht und sie ihr geistliches Eigentum eigentlich wieder zurückbekommen durch diese ganze Sache und sie sich Gedanken machen und sagen, es ist genau so ein lächerlicher Quatsch, verstehst du? Ja, aber dann kriegst du keine stark überzeugten Muslime zu dir, weil was ich meine ist, dass zum Beispiel, angenommen jetzt, du kommst mir jetzt mit irgendwelchen geisteskranken Sachen, die für dich geisteskrank sind, und sagst mir, guck mal, was dein Gott sagt. Dann sage ich, ja, okay, es sagt mein Gott. Aber dann, weißt du, was ich meine? Dann kriegst du mich ja nicht ja, aber es gibt, Islam. Aber es gibt Muslime, die sagen, sagt das wirklich Gott? Wenn das wirklich ist, dann stelle ich das in Frage. Verstehst ja, du? Ja, aber dann ziehst du halt die falschen, also die Muslime, die nicht so stark gläubig sind, an. Ja, wer ist denn von euch stark? Was ist ja, das denn für eine Stärke? Die einzigen, die wirklich deine Entscheidung raustreffen, sind die Schlauen. Die denken sich, ach du Heilige, warum hat uns niemand davon erzählt? Also, ob man schlau oder nicht schlau ist, spielt ja mit, hat ja, also ich würde jetzt sagen, du versuchst ja, wenn dann mit Moralüberzeugung andere Leute dazu zu überzeugen. Also, weißt ja, du, natürlich, wenn dieses, ja, habe ich doch gesagt, wenn dieses Buch behauptet, ja, von Gott zu sein, dann müssen wir das ja wohl demontieren und herausfinden, ob das wirklich von Gott ist. Ja, aber ich sag jemand, der wirklich stark gefestigten Glauben hat, der wird ja dann eher... Der wird ja die Moral, selbst wenn du ihn dazu bringst, zu überzeugen, dass das so da drin steht, wird er die Moral ja annehmen, weil er glaubt, das ist von Gott und nicht deshalb aus dem Grund austreten. Wenn er stark ja, die sowieso fest verwurzelt sind da drin, die kannst du auch nicht mehr erreichen. Die machen nur noch den hier. Okay. Wir versuchen ja gerade die zu erreichen, die den Islam ja auch in Frage stellen und sagen, was ist das denn bitte? Sowas habe ich noch niemals gehört. In also, was bin ich überhaupt hineingeboren? Ich habe nicht viel Wissen. Ich bin ein gläubiger Moslem, ich habe nicht so viel Wissen. Ich bin gerade dabei, noch mehr zu lernen. Aber du würdest, wenn, angenommen jetzt, ich würde sagen, nichts kriegt mich weg vom Islam, auch wenn du mir einen Fehler zeigst, einen hundertprozentigen, für den ich keine Gegenargumente finde, die, wo ich denke, dass die dagegen sprechen, dann würdest du mich ja vom Islam wegkriegen, wenn du jetzt einen wirklichen Fehler, aber, das, also wie gesagt, diese ganzen Diskussionen laufen ja schon seit 1000 Jahren und... Ich garantiere dir, wenn ich dir einen eindeutigen Fehler zeige, würdest du auch den Islam nicht verlassen. Also ich denke schon.
Ja, soll ich dir einen eindeutigen Fehler Ja, zeigen? aber guck mal, wie gesagt, ich bin kein komplett Wissender. Nein, aber jetzt, guck mal, ich habe schon, guck mal, ich habe deine ganzen Videos gesehen. Ich habe deine ganzen Videos gesehen. Ich habe zu jedem Ding mir Gegenargumente angeguckt. Aber ich habe doch nicht alles noch in meinem Kopf. Ist das ein Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, aber trotzdem, du Aber sagst gerade, ja, wenn du guck nur einen mal, ich sage eindeutigen ehrlich, Test, dann verlassen wir dich da. Auf einmal sage ich, ja, soll ich dir eins zeigen? Sagst du, nee, ich habe aber noch ja, nicht aber lass mich doch mal, ich komme spielt. jetzt mal vorbereiteter. Jetzt egal, aber lass mich doch mal ausreden. Ich habe deine ganzen Videos gesehen. In deinen Videos gehst du mal davon aus, dass du die stärksten Argumente genannt hast. Ich habe zu jedem von den Argumenten Gegenansichten gehört. Ja, genau. Ich sehe für dich auch Happy Day. Oh, Happy Day. Ja, egal, also ich muss Happy auch mal Day. los, gell? Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Oh, Happy Day. Oh, Happy Day. Hörst du mich? Wo ist der hingegangen? Hast du den vergrault, Lisa? Ja. Ich glaube, ich habe den mit meinem Gesang vergrault. Ja, der ist so schlimm, da würde jeder davon rennen. Der ist so schlimm, Salam alaikum. wie die Stimme von Alaikum salam. Emund, hi, wie geht's euch? Alles gut? Ja, alles gut. Abbas. Kennst mich noch, ne? Du redest aber Ich weiß nicht tagtäglich mehr, mit hier kommen dir. so viele Leute rein. Ja, genau. Guck mal, ich wollte nur reinkommen, ne? Gar nicht jetzt, um über Religion oder so zu reden, sondern Ja. warum gibt es in letzter Zeit sehr viele, ich will nicht sagen von dir, du machst das ja schon echt lange, aber mittlerweile sehe ich sehr viel auf TikTok, die live gehen und darüber reden und über Religion und alles. Aber das Schlimme dabei finde ich, die sollen ja reden. Das Schlimme, was ich dabei finde, ist, ganz kurz, Bruder, ich bin gefahren. Das Schlimme dabei ist, dass ich immer in den Beschreibungen lese, PayPal-Link, unterstütze mich bitte. Ich finde es ein bisschen lächerlich, oder nicht? Also bei Ja, die dir sehe wollen ich ein das wenig, nicht. die wollen ein bisschen Geld machen. Ja, kann doch jeder spenden, wie er möchte, ist doch egal. Aber Bruder, das ist doch extrem, jo. Ja, aber du siehst doch, dass die Muslime anfangen, richtige Matches zu machen. Das ist heftig. Die Was reden meinst so du mit über dem? Religion und so, und dann kommt auf einmal, ja komm, Nein, jetzt komm, aber mach ich mal meine. zwei, jetzt mach mal. Ja, genau, aber das sind die, die kommen ja wirklich deswegen rein. Aber in letzter Zeit, boah, wie hieß der eine nochmal, ja? Der geht auch in letzter Zeit, ich glaube, du kennst ihn 100%. Ich glaube, Bosnier ist er. Weißt du, wen ich meine? Nee, keine Ahnung. Der war Wie auch meinst Muslim und ist jetzt Christ geworden. Es gibt sehr viele. Wen meinst du Ehrlich? genau? Ja, keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, wie der heißt. Er hat mittlerweile auch jedes Mal so 1000, 2000 Zuschauer. Ja, Irfan, genau, Irfan. Ah, Irfan, ja. Ja, genau. Ich meine, bei dir, mach, was du willst. Bruder, jeder soll das machen, was er für richtig hält. Ganz ehrlich. Soll jeder machen, was er Ja. für. Du kannst machen, was du willst, Bruder. Mich juckt das nicht, mich provoziert das nicht. Wenn ich dich irgendwann sehe, gebe ich dir die Hand und gut ist, quatschen nochmal und mehr ist da auch gar nicht. Kannst machen, was du willst. Aber eine letzte Frage habe ich noch, Bruder. Eine letzte Frage. Deine Eltern sind doch Schiiten, oder? Ja. Bruder, was sagen die eigentlich zu dem ganzen Thema so? Hast du Ja, nicht mal Anfang war. versucht, die so zum Christentum zu bringen oder so? Ja, ich habe mit denen darüber gesprochen. Und am Anfang war das auch ein bisschen problematisch für mich. So, ich wusste nicht, wie die darauf reagieren, aber Gott sei Dank waren die so eher gediegen, ne? Also so, sie haben das mit der Zeit so akzeptiert, mehr oder weniger. Hm. Boah, dich stört das nicht, dass ich sowas frage, ne? Ich versuche dir ehrlich wie möglich zu Nein, nein, ich antworten. meine so generell private Sachen oder so. Weil du Ja, redest ich ja gebe ja eher nicht nicht allzu so. viel Preis. Also ich sage jetzt nicht die, Ja, ich sage genau. nur so, wie die halt reagiert haben. So das Ja, genau. Nötigste. Und sind das immer noch Schiiten oder hast du die davon überzeugt, zum Christentum rüberzukommen? Nee, ich habe mit denen halt geredet und die haben noch dieses ganze muslimische Verständnis. Das ist sehr, sehr schwierig, jemanden, der quasi 60 Jahre lang mit einer Ideologie aufgewachsen ist, das aus seinem Kopf zu bekommen und irgendwas Neues da rein zu programmieren. Versteht ihr dieses Ja, aber Unterfangen? wenn es die Wahrheit sein sollte, Selbst du es dann, du meinst, weißt dann doch, wie ist es Eltern so. sind. Du weißt doch, wie Eltern sind. Ah, mein Sohn, erzähl mir nichts. Obwohl du Ja, die aber Wahrheit sagst. Die denken war so, doch mein bei. Sohn, der erzählt dann Quatsch so. Ja, aber Pierre Vogel kennst du doch auch, ne? Ja, genau, Den. er hat ja auch zu kämpfen mit seiner Familie quasi, obwohl Aber er der hat von ja seiner geschafft am Ideologie Ende. überzeugt ist. Ja, genau. Aber er hat es am Ende geschafft.
Ja, gut, sein Vater, seine Mutter und so, die sind ja nicht zum Islam übergetreten. Ihm war aber ja größtenteils seine Oma wohl wichtig, irgendwie sowas. Und er hat es da immer Ja, versucht und selbst ist seine nicht Oma durch. ist doch nicht übergetreten. Dort ist er am Ende rübergetreten. Nein, die ist mit Doch, dem. Bruder, das hat er selber Siehst gesagt. du Ich habe das deine nicht Oma auch mitbekommen. nicht? Nein, seine Oma auch nicht. Doch, Bruder, ich hab sogar einmal mit einem Kollegen von ihm gesprochen, den er sehr gut kennt. Wo können wir das denn sehen? Wo können wir sehen, dass die Oma Boah, den Bruder, Islam das ist jetzt eine angenommen gute hat? Frage, Bruder. Ich bin hier auf meinem Platz gerade. Wenn ich gleich zu Hause bin, dann Sie kann ich hat doch das eindeutig in überprüfen. dem Interview gesagt, ich werde Genau, so leben und so werde ich auch genau, sterben. Oma genau, Else, genau, die genau. gute Ja, Oma ja. Else. Genau. Das Video kenne ich noch. Ja, und so ist sie dann auch, glaube ich, verstorben, oder was? Nein, Bruder, nein, 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 da bin ich mit so 99% sicher, Bruder. Ich will auch nichts Falsches Ja, wenn die sagen, die Oma Frau ist Ilse hier wäre, anscheinend dann schon. würde die sofort wieder aus dem Islam raustreten. Die muss nur ein Video von Amir sehen. Aber der Pierre Vogel wird alle Ja, Videos von guck mal, Amir Reza, guck löschen mal, komm jetzt nicht auf und diese Art und Weise. ihren Komm, komm jetzt Tablet nicht, alle so komm Dings nicht auf machen, diese Amir frei komm auch machen. nicht auf diese Art und Weise. Komm jetzt ein bisschen runter. Ich versuche ja hier generell kurz mit dem zu reden und mehr nicht. Ich hatte irgendwie so die letzten Tage überlegt, wie es bei deinen Eltern anscheinend. Ja. Der Vogel wurde Was ist das für Leute? 1978 in Frechen bei Köln geboren und evangelisch getauft. Er besuchte eine katholische Schule. Nach Abitur und Zivildienst war er Jugendmeister im Amateurboxen und schlug anschließend die Profilaufbahn ein. Nach der Konversion kämpft er nun für sein Islamverständnis. Ihr Enkel versucht seit Ihr Enkel versucht seit Jahren, Sie dazu zu bringen, zum Islam überzukommen. Ja, das stimmt. Aber geschafft hat das nicht. Nee, das wird er auch nicht. Das wird auch nicht. Bruder, Ich bin hier so wie du deine evangelisch. Eltern nicht geschafft hast, hat er es am Und Anfang auch nicht geschafft. ja, Verstehst gut. du? Deswegen habe Deswegen ich ja brauchst du jetzt gefragt. darüber auch nicht zu lachen, Bruder, weißt du? Du hast es auch Nee, nicht ich bin. geschafft. Ja, du musst dir mal vorstellen, in was für eine Religion der dir reinzwingen will. Ne? Das ist unfassbar. Nein, er zwingt die ja nicht. Zwingst du deine Eltern? Nein, ich meine, Du hast es oft Entschuldigung, zwingen versucht, war das falsche du wirst Wort. es Zwingen bestimmt war ein das paar Mal falsche Wort. versuchen. Zwingen war das Einer falsche gewisses Wort. Objekt. Ja. Ich Ach so. meinte, dass er sie dahin bringen will, in was für eine Religion. Ne? Ja, Bruder, hör doch auf mit diesem was für eine Religion. Bruder, lass es doch einfach. Sag doch einfach, ja, ne, so, weißt du provozierst das so raus mit so einzelnen Wörtern. So unnötig, Bruder. Wenn die Ja, du Oma kannst Ilse auch wissen sagen, würde, was dass für sie einen Glauben geschlagen wir haben. werde, Das nein, Bruder, deine Religion. nach Suche Von 4, mir Vers aus sei, was 34. du Aber Pierre Vogel hat dir das nicht gesagt, dass sie Wie geschlagen bitte? werden darf. Jetzt, weil sie konvertiert ist, ist sie eine Muslima und sie darf jetzt Ja. geschlagen werden nach Suche 4, Vers 34. Guck mal, Bruder, komm mir nicht so, ja. Ich Ja, bitte der hat doch dich. recht, Ich mein wollte Bruder. eigentlich nicht. Was denn? Er hat doch recht, der Allah sagt, wenn ihr fürchtet, dass eure Frauen widerspenstig sind, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Alles, was. Ich habe dir letztes Ja, Mal schon siehst was du, wenn dazu es so gesagt. ist, dann ist Egal, alles was im wunderbar. Koran steht. Nee, Dingen. Ex-Muslim. Egal, was im Koran steht. Ich habe dir auch letztes Mal. Du redest tagtäglich mit, glaube ich, 50 Leuten gefühlt. Du erinnerst dich bestimmt nicht an mich. Ich habe dir beim letzten Mal schon mal gesagt. Egal, was da drin steht, ich werde damit einverstanden sein. Und ich bin noch dabei, den Koran noch besser zu lernen. Und egal, was dabei rauskommen wird, ich bin mit allem einverstanden. Das habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Ja, aber im Herz Koran steht, dass die Muslime Juden und Christen Ja. bekämpfen müssen. Ja, dann ist das so. Ich mache es Ah, nicht. da ist das so. Es kommt immer auf den Kontext an, ne? Aber ich mache es nicht, Bruder. Von daher. Hä? Du hast doch Ja, aber gerade das gesagt, ist du bist mit allem gefährlich. einverstanden. Wie bitte? Du hast gerade gesagt, du bist mit allem einverstanden, was im Ich bin Koran mit steht. allem einverstanden, aber da steht nicht drin, geh und tötet den Ex-Muslim. Doch. Nee, ich habe Nein, das steht gerade da nicht drin. gesagt, da steht, dass die Muslime Juden und Christen bekämpfen müssen, sie unterwerfen müssen Wenn es dazu und von. kommt, nicht, weil du jetzt ein Christ bist, dass ich dich attackieren muss. Wie soll denn dazu kommen? Wenn der Krieg zwischen Christen, wie zum Beispiel wegen sowas, dass ihr jetzt kommt und provoziert Du und der eine traust dich bringt nicht, den die Islam. Wahrheit auszusprechen, ne? Nein, Bruder, nein, 100%. Steh doch Ich zu sag deiner dir ganz Religion. klar. Steh doch zu der Religion. Wenn die Hörst du mir Wahnsinn zu, was ich beinhaltet, dann dir steh doch da sage? drauf. Hörst du zu? Ich sag doch, egal was da drin steht, ich stehe dazu. Aber ich bin noch am Lesen. Und guck mal, diese ganzen Ja gut, wenn das Kommentare da da hier drinne hinten. ist. Hä? Ja gut, wenn das da drinne steht, würdest du es machen? Ja. Du würdest also anfangen, Juden und Christen zu bekämpfen aufgrund ihres Genau. Glaubens.
Genau, wenn es ja, dazu kommen sehr, muss sehr und es da drin steht, dann... Sehr, sehr stimmt. Sehr, egal, sehr was im Koran steht, Bruder, das habe ich dir gesagt. Aber siehst du gerade, wie viel jemand noch dich bekämpfen würde aufgrund des Islams. Wenn es, guck mal, du hast mich ja gefragt, würdest du es machen? Ich sag dir, laut meinem Wissen jetzt, steht das nicht im Koran. Und wenn es dann steht, dann stehe ich dazu. Suche 9, Vers 29. Okay, wenn ich da bin, dann werde ich mir das auch durchlesen, auch gefühlt 10-mal. Aber, Bruder, ist es gerade so, dass irgendwelche Muslime Christen angreifen? Sag mir das mal. Oder ist es endlich auf der Welt? Reza, bitte, ich rede doch gerade mit Ex-Muslim, ja, bitte. Ja, ist das Gleiche. Ja, aber ich will mit dir reden, weil wenn er redet und du redest, verstehe ich euch nicht. Du siehst doch, dass der islamische, Staat uns gezeigt hat, was Islam in seiner Abscheulichkeit, in seiner absoluten Abscheulichkeit ist. Du bist der Erste, der sowas weiß. Das hat nichts mit Muslimen zu tun. Von vornherein. Was? Ich habe einen Cousin, der ist damals, was heißt Cousin? Cousin in irgendeinem Grad. Der ist damals, als dieses Ganze in Syrien und so passiert ist mit dem IS-Staat, Bruder, er hat so selber miterlebt, der hat doch gesehen, was für Menschen das sind. Das sind ungebildete wahrhaftige Menschen, die Muslime. Hä? Das sind keine wahrhaftige Muslime. Nein, Bruder. Ja, wie nein, Bruder? Der islamische Staat gemacht, was Mohammed nicht gemacht hat. Sag mal ein Beispiel. Wie bitte, Bruder? Was hat der islamische Staat für Sachen getan, was Mohammed nicht getan hat? Sag mal ein Beispiel. Hallo? Ja, hallo. Was passiert? Ja, ich war mit AUX-Kabel verbunden. Ja, sag mal jetzt nochmal bitte. Was hat der islamische Staat, der IS, für Sachen getan, was Mohammed nicht getan hat? Frauen vergewaltigt, worüber keiner so... Damit zeigst du ihm bitte den Vers aus Koran. Lass mich doch mal ausreden, ja, Salame. Ja, eins nach dem anderen. Lass mal erstmal bei diesem Thema bleiben. Frauen vergewaltigt. Ich habe nicht das größte Wissen des Islams, aber egal, was da drin steht, dazu stehe ich. Aber ich kann dir einen sagen... Also steht sie zum Vergewaltigen. Jetzt kommen wir nicht an mit Sechsjährige, die er geheiratet hat oder sonst was. Nein. Richtige Frauen vergewaltigen im Dschihad. Zum Beispiel, du hast ja auch nach Frauen als Sexsklavin nehmen und keine, dann... Er hat keine Frauen und Kinder vergewaltigt. Fremde Frauen. Aber zeig ihm mal, dass er sogar verheiratete Frauen vergewaltigt hat in Suche. Du weißt das. 4 Vers 24, genau. Und verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt. Und den Kontext der Geschichte finden wir in Sunan Abu Dawud 21,55. Sunan Abu Dawud 21,55. Wie gesagt, ich sage euch nochmal, egal was da drin steht, ich werde dazu stehen. Auch wenn die ganze Welt gegen den Islam ist, ich werde zum Islam stehen. Und auch wenn ihr hunderte, tausende von Sachen aufdeckt, ich werde dazu stehen. Ja, aber da bist du ja gar nicht kritikfähig. So wie deine Eltern, Ex-Muslim, dazu auch stehen werden. Das sind ja immerhin auch Schiiten. Und jeder soll doch das machen, was er für richtig hält. Ich wollte einfach nur sagen, dass zum Beispiel deine ganze Familie dein Leben lang dich belogen haben und die waren in der Mafia. Und du findest dann heraus, dass das so Mörder sind und sowas. Ja. Würdest du nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun? Du kannst nicht sagen, das ist meine Familie, ich stehe dazu und ich mache da mit. Weil es meine Familie ist. Nein, wenn deine Familie auch Unrecht tut, musst du dich davon entfernen. Guck mal, mit was für einem Kontext du kommst. Das war ein Beispiel, damit du das verstehst. Ich meinte das jetzt wegen meinem Nachnamen oder so. Nein, gar nicht. Sondern irgendwie passt das in meinen Augen nicht miteinander. Religion und Familie. Weißt du? Wir konnten uns unsere Familie nicht aussuchen. Ja. Mein Glauben schon, oder nicht? Nein, ja, aber du kannst dein Gewissen ja aussuchen. Du kannst doch dein Gewissen nicht aussuchen. Ja, aber dein Gewissen ist doch da. Du kannst doch dein Gewissen einschalten und sagen, das ist Unrecht, was sie geschieht. Wenn die im grünen Gewölbe einbricht, da kann ich nichts für. Das ist meine Familie. Aber meine Abgesehen mal davon. Aber wenn zum Beispiel deine Familie so mafiöse Strukturen hat, und dann kannst du das doch nicht gut heißen und gut reden, nur weil es deine Familie ist. Aber ich sag dir, ich finde persönlich, man kann Religion mit Familie irgendwie, so dieses Beispiel, was ihr mir geben wollt, das kann man nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie ich es dir erklären soll, so übernehmen, wie ihr es meint. Ich weiß auch, was genau ihr meint, aber ein bisschen hart, Jungs.
Ja, also ohne du Recht siehst, bleibt Unrecht. Gott hat uns ein Gewissen gegeben, damit wir wissen, was falsch ist und was richtig ist. Genau. Sind wir uns einig, wenn du zum Beispiel auf die Straße läufst, ja, und da ist ein Mann, der vergewaltigt gerade eine Frau. Würdest du sagen, nein, das ist falsch, ich muss dazwischen gehen? Oder würdest du sagen, nein, das ist sein Recht? Es ist unsere Pflicht im Glauben, sogar dazwischen zu gehen. Ja, aber nein, vergiss Glaube. Doch, einfach so, du siehst einen Mann, eine Frau vergewaltigen und du bist doch nicht religiös. Es ist eine Pflicht, dazwischen zu gehen. Aber wo ist diese Pflicht geschrieben? Jetzt sag wo ist das in dir geschrieben, diese Pflicht? Weil, wisst ihr, was das krass ist? Wir haben doch gerade noch über den IS gesprochen und alles, ne? Jetzt wechselst du schon wieder Thema. Wo wechsle ich Thema? Komm nicht immer mit diesen Aussagen, er wechselt Thema. Ich gebe dir die Antworten, die ich weiß. Du hast doch gerade selber zugegeben. Ich habe das größte Wissen. Hör mir doch mal zu. Das hat mit Wissen nichts zu tun. Du hast gerade etwas gesagt, was jeder Mensch tun würde. Nämlich was denn? Bei einer Vergewaltigung, ich habe dir die Antworten gegeben, das willst du darauf noch hören. Jeder Mensch sollte dazwischen gehen, egal ob der Buddhist ist, Hindu, Atheist, genau. Jeder hat ein Gewissen. Und der weiß, auch ein Atheist weiß, da geschieht etwas Schlimmes, ich muss das aufhalten oder zumindest die Polizei rufen. Jeder hat diese Skala, ein Zeiger für Gut und Böse in sich durch Gott hineingelegt. Das nennt man Gewissen. Okay, was wissen wir jetzt? Und dann ist das egal, ob du Moslem bist, Christ oder Atheist. Genau, ja, aber unsere Religion selber sagt, und ich glaube, mehrere Religionen sagen, wenn nicht fast alle, außer Religion, die ich vielleicht nicht kenne, dass man dazwischen gehen soll. Ja, aber nein, der Islam sagt nein, das ist in Ordnung, verheiratet. Komm, Junge, komm, hör mir auf, Alter. Mit, doch, wirklich, in Sura 4, Vers 24. Jede Religion sagt, ja, man soll dazwischen, aber genau in euren Augen sagt der Islam, nein, geht nicht dazwischen. Soll jetzt im Koran stehen, wenn Ex-Moslem eine Frau vergewaltigt, ich soll Ex-Moslem in Ruhe lassen und er soll sie vergewaltigen oder was? Nein, du als Dschihadist, ja, also, du darfst, wenn du zum Beispiel andere Länder angreifst, um sie zum Islam zu zwingen und dann kannst du ihre Frauen nehmen. Nicht zu zwingen, es gibt dieses Zwingen nicht. Keiner doch, zwingt. Doch, Mohammed hat das doch selber gesagt. Amir, lies mal bitte Sure 9, Vers 29, damit er sieht, dass es diesen Zwang gibt. Mohammed hat das selber gesagt, also lass mich ihm das ganz kurz erklären, dass er gesagt hat, die Muslime sollen die Leute auf unter drei Dings setzen. Drei Optionen. Ja, sag mal. Warte. Ihr Lieben, danke für die Geschenke. Danke für die Geschenke. Ja, deswegen seid ihr auch nur drinnen, wegen den Geschenken. Aber Ex-Moslem, also ich liebe Blumen. Nein, wirklich, ich aber es gibt Menschen hier, ich schwör auf alles, wir sind hier nur drinnen. Ex-Moslem, nicht du. Du machst das schon sehr lange. Es gibt hier aber Menschen mittlerweile, die machen das nur wegen dem Geld. Und Reza, ja, dann würde ich ja Matches machen. Dann würde ich ja Matches machen. Ich sag doch, du bist der Letzte von denen. Ja, hörst du mir zu? Ja, gut. Ja, sag mir doch mal die drei Optionen, von denen du ganze Zeit gesprochen hast. Warte doch mal bitte. Ach so, okay. Ich dachte, du hast vergessen. Das ist nicht einfach, das so zu finden, weißt du? Ja, aber wenn ihr doch so krass im Wissen seid und ihr euch so sicher seid, dann muss es eigentlich so, ohne zu lesen, schon rauskommen. Ich kann doch nicht jeden Hadith auswendig, ey. Ja, da hast du auch. Ich weiß ungefähr die Stichwörter. Aber du hast es direkt so gesagt, als würdest du es schon auswendig können, so, weißt du? Ja. Such mal raus, ich muss kurz dein Auto anbocken und dann. Ich darf auch das am andocken. Beste. Bruder, bist du. Kannst Auto beim Kaufen kommen, wenn du willst. Mach mal ein bisschen. Bist du Autohändler? Ich will ein Auto kaufen. Hast du für mich gute Autos? Komm, ich schwör's, ich bin. Was brauchst du? Ich mach kurz Werbung. Hagen, Auto, ein Porsche Cayenne, Diesel. Nein, boah, bei mir gibt's nur kleine Autos, die gehen schnell weg. Keine Cayenne, Porsche Cayenne. Die ist 3159 und 3160. Und hier heißt es, der Hadith ist lang. Und wir gehen zum besagten Stelle. Nee, ich will schon komplett hören. Und wenn ich es mal willst anhöre, du, dass ich das komplett lese? Du kannst ja das selber für dich lesen. Ja, dann heißt Bruder, es hier. Du musst doch schon alles durchlesen, um zu verstehen, wie genau. Ja, aber der ist auf Englisch. Der ist auf Englisch. Wenn ich jetzt alles vorlesen, du verstehst doch sowieso kein Englisch. Oh Allah, ich verstehe kein Wort. Ja, siehst du, da haben wir das Problem. Ich habe dir die Quelle genannt, du kannst es selbst für dich überprüfen, ob ich lüge oder die Wahrheit sage. Guck mal hier. Our Prophet, unser Prophet, der Gesandte unseres Herrn, hat uns beauftragt, jeden zu bekämpfen, bis sie Allah allein anbeten oder uns die Jizya bezahlen.
Und unser Prophet hat uns darüber informiert, dass unser Herr sagte, wer auch immer von uns getötet wird als Märtyrer, sollte ins Paradies gehen, um ein so luxuriöses Leben zu leben, das er noch niemals gesehen hat. Und wer auch immer von euch überlebt, sollte euer Meister werden, also euer Khalifa sozusagen. Unglaublich, ne? Meinst du das ernst gerade? Ja, er hat das gesagt. Oh, Bruder, du bist schon eine harte Nummer. Hast du mir nicht gesagt, dass du den Koran auf Arabisch gelesen hast? Nee, habe ich niemals gesagt. Doch, du hast mir das beim letzten Mal gesagt, da bin ich mir 100%. Das stimmt doch gar nicht. Warum lügst du jetzt gerade so? Ich schwör's, ich bin mir irgendwie sicher, dass du es gesagt hast. Okay, nein, Mann, ich sage doch immer, dass ich doch kein Arabisch kann. Nee, irgendwie war da was, wo wir bei mir. Nein, du verwechselst mich zwischen uns beiden. Nee, Bruder, ich gehe nie live. Wenn, dann habe ich nur die Ehre, mit dir live zu gehen. Bei den anderen will ich gar nicht rein. Aber, nee, ich bin mir eigentlich zu 99%, ich will nicht 100% sagen, wenn du schon sagst, dass es nicht so ist. Ich hätte mir das jetzt gerne von dir im Arabischen angehört, ja. Ich sag dir ehrlich, aber leider nicht. Nein, also du kannst es selber für dich lesen und dann wirst du sehen, dass der Mohammed sowas die ganze Zeit angeordnet hat. Das ist einer von unzähligen Hadithen, in dem er die Muslime immer dazu auffordert, die Nicht-Muslime vor drei Alternativen zu stellen. Jizya, Islam annehmen oder Tod durch das Schwert. Wie gesagt, Bruder, jetzt. Egal, was da drin steht, ich bin damit einverstanden und ich bin dabei, dir noch zu lesen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur wissen, wie deine Eltern dazu stehen. Das hat mich sehr interessiert, ja. Und ob du es geschafft hast, sie mittlerweile hier rüber zu bekommen, zu deinem Christentum. Nein, ich habe sehr oft mit meinen Eltern über den Herrn Jesus gesprochen und ihnen auch gezeigt, was mit ihnen passieren wird. Reza, was ist denn mit dir? Und ganz kurz, was warst du vorher, wenn ich fragen darf? Ich war Moslem, aber als Jugendlicher bin ich ausgetreten aus dem Islam. Du bist Moslem? Und da war ich zeitlang auf der Suche. Ich wusste, dass es Gott gibt, aber dann bin ich auf die Suche nach ihm gegangen. Mhm. Und dann habe ich ihn auch dann gefunden am Ende. Der hat sich mir offenbart. Und also bist du jetzt Christ? Ich bin wiedergeboren, ja. Johannes 3, Vers 3, da sagt der Herr Jesus, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, dann könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Und deine Eltern sind immer noch Muslime geblieben? Ja, die sind dann halt diese Traditionsgeschichte da geblieben, ja. Sunnite oder Schiite? Ne, die sind Iraner halt, ne, schiitische Islam. Ja, jedem seins. Das ist halt in denen da programmiert, weil die halt als Babys, Kind schon da hineingeboren sind. Ja. Möge Allah deinen Eltern ein langes Leben geben, ein langes, gesundes Leben. Fördestraße 117. Autos, die unter 100. Ich habe selber gesagt, guck mal, die Leute, die hier Geld machen wollen auf TikTok. Ja, und jetzt auf einmal ist das schnell. Was ist das, wenn der Herr Jesus sagt? Römer 2, lies mal Römer 2 bitte heute. Römer Brief Kapitel 2. Dann hat der Herr Jesus für dich eine Botschaft. Römer Brief Kapitel 2. Schmeiß mich mal bitte raus. Okay, alles klar, mach's gut, ja? Ciao. Ciao. Das gibt's doch nicht, sowas. Bester Mann da, was? Ist das Rihanna oder was? Nein, der ist von Remo.